Guten Tag, der Uwe aus Thailand. Willkommen am AIDA Eincheckpoint. Wir sind hier am Hafen von Bangkok. Name? Lam Chabang. Kalio Lam Chabang. Und wir haben das Auto jetzt geparkt hier. Ein bisschen mit Hilfe von Security da, weil es gibt hier keinen offiziellen AIDA-Parkplatz. Nee, gar nicht. Haben wir hier nicht. Ne? Und wenn du selbst Anreiser bist, musst du halt gucken, wo kannst du dein Auto hinstellen. Ne? Das haben ja die meisten nicht. Die kommen ja hier mit dem Flieger an oder was. Ne? Aber wir als die Ausnahme, musst du gucken, wo kannst du dein Auto lassen. Also, das haben wir jetzt auch geregelt. Der steht da hinten. Und jetzt würde ich mal sagen, werden wir jetzt hier mal einchecken und das mal dokumentieren. Wie funktioniert das denn hier bei AIDA mit einchecken? Wa? Machen wir so? Auf geht's. Na, wo bleibt er denn? Wo bleibt er denn? So. Da geht der Hinterwagen. Follow him. Parkplatz. Und das wird wohl hier die Ankunftshalle sein. Hier einchecken oder was hier? Werden wir gleich mal sehen. So, erstmal die Frau hier erstmal schön hier vorschicken. Hier mit zwei dicken Koffer. Ist am allerbesten hier. Dann erstmal Schlierfer hier. So, jetzt pass auf. Wo gehen wir hin? Chip hier. Vorne, Chip. Da ist Chip. Boarding. Ich würde sagen, wir gehen hier mal rein. Boarding, oder? Wir machen erstmal Check-in, glaube ich. Das ist das Allerbeste hier. Machen wir Check-in, komm. Bei Leute. Da oben. Check-in. Wo? Ja, hat Lift, ja. Du hier mit zwei dicke Koffer hier. Besser ist das. Check-in mit Fotoapparat. Eingebaut. So, jetzt pass auf. Ist schon ganz leer heute. Ja, wir sind noch ein bisschen früh dran, wa? So, nette Damen hier, die habe ich schon jetzt gesehen hier. Die habe ich schon mal jetzt gesehen. Lass uns mal einchecken, wa? So, Jungs und Mädchen, das war ganz einfach. Ne? Also nur Passport abgeben da. Die Kopien, die wir alle da jetzt gemacht haben, hier von dem, was AIDA da jetzt geschickt hat, da, das brauchst du alles gar nicht. Passportkopie war jetzt wichtig, ja, dass wir das auch hatten da. Ne? Und bei mir jetzt hier von meiner Extension of Stay hier und mein Re-Entry auch noch gleich dann nochmal jetzt abgegeben. Dann, sicher ist sicher. Dann hast du es da auch schon mal drin. Und das war's dann. Jetzt gehen wir da runter und dann werden die Koffer gleich abgegeben. Und die großen Koffer werden dann aufs Zimmer schon. Bordkarten haben wir auch schon. Loch ist noch drin. Aber es gibt kein Bändle mehr. Ne? Ja, wir haben noch von Oma noch, also so von meiner Mutter noch, haben wir noch die Bändle da, aber ich nicht dran gedacht und dann mitgenommen. Sie hatte ja so viele AIDA schon jetzt gemacht da. Jetzt liegen die da zu Hause, aber ich habe auch gedacht, es gibt hier Bändle dabei. Muss dann in Shop käuflich erwerben. Check den Shop. Hau raus die Penunzen. Also, weiter geht's. Da gehen die Koffer schon weg hier. Da geht ja Ratzi Fatzi hier da. Schwuppdiwupp, die Koffer weg hier. Und die gehen ja dann gleich hier aufs Zimmer. Kann man Shopping hier, Shopping machen hier. Ach, kannst du ein paar Hemden kaufen hier. Aber schön hier. Dann gleich wieder was einkaufen machen hier. Ne? Shopping machen. Jetzt hat Frau allerdings Kopfschmerzen. Jetzt sucht er noch eine Pille hier. Kopfschmerzpille. Haben wir keine, wa? Massieren, Massage. Ja, sie hat doch hier. Sie hat doch hier, oder? Guck mal. Haben die netten Damen mal gleich geholfen mit einer kleinen Kopfschmerztablette hier. Nette Herr, gab noch eine Flasche Wasser noch für frei hier. Die sind alle so nette Menschen hier. Und alle so nette Menschen. Brauchst du nichts mehr bezahlen hier. Kabum. Und da gehst du da rein. Hast du eine Karte auch dabei, mein Schatz? Nein. Ich hab sie, ja. Oh, sind doch schon welche da. Guck mal, ja. Sind doch schon welche da. Nur Koffer hier. Security, so wie am Flughafen auch, ne? Keine Waffen, keine Drogen, kein nichts dabei, kein Alkohol, das auch nicht mitnehmen. Und dann sitzt auf dem Schiff dann da. Ne? Alles wird jetzt kontrolliert, auch Waffen, alles machen. Ist das Security mal wieder unser Parkplatzwächter? Das ist doch auch schön hier.
Ne? Alles da, alles fertig. So, keine Waffen, keine Drogen dabei. Kein Alkohol. Bin ja weg vom Stoff. Jetzt sagt meine Frau, hui. Koffer, ich habe was in den Koffer. Ja, ich habe schon aufgenommen. So viele Koffer da, ne? Ja. Was da steht. So, ich glaube, hier sind wir richtig. Hier sind wir richtig. Ja. Also Telak, ich habe hier diese Kabinen habe ich dort nicht mehr jetzt bekommen. Die waren alle schon ausverkauft. Die waren leider schon alle, welche ich jetzt gerne gebucht, aber es war halt nur noch leider hier unten im Kiel neben dem Maschinenraum, da war noch was frei. Ja, mein Schatz, man kann nicht alles haben. Geht. Hallo Swadika, Jadier, ich habe Kopfschmerzen. Ach. Und ich habe auch so Tage so zusammen. Das passt ja. Perfekt. Und jetzt schon wieder? Schrumpelig. Nicht schrumpelig. Nicht schrumpelig? Schwindelig? Schwindelig. Ja, so ist das. So. Da oben sind die schönsten Plätze, da oben. Da kannst du schön sitzen hier. Cocktail schlürfen da oben. Da hat schön Ausblick hier. Schön. Ich will den Karte zeigen und schon bist du drin. Jetzt gucken wir erstmal nach unserem Lum. Manche haben Dackeln hier, ich sag dir doch, lange Gänge hier. Tilak, das ist nicht für Pipi machen. Kacken nicht? Nein, auch nicht für Kacken. Was ist das? Das ist ein Mülleimer. Mülleimer ist nicht im Kacken. Guck mal, wenn das jemand die Arsch hat. Wir machen Check-in hier. Wir machen keinen Toilettenrundgang heute. Also das war jetzt der Check-in. Ja. So, Jungs und Mädchens, das war's jetzt hier mal vom Einchecken bei der AIDA. Und ja, easy peasy, ne? Ich würde sagen, wir sehen uns hier jetzt laufend hier von der AIDA. Und was wir hier so treiben, würde ich mal so sagen. Ob heute genau was kommt, weiß ich noch nicht. Aber mal sehen, man sieht sich. Das war's für heute. Immer denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Der Uwe und die Porn aus Thailand und Tschüssli. Und Tschüssli, ciao. Tschüss.